Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schlosskonflikt. Ja, heute möchte ich mit euch mal ein bisschen das Questboard machen, würde ich mal sagen. Schauen wir einfach mal rein. Ja, geht auf jeden Fall hier schon mal los mit den Dungeon-Sweepen. Ja, genau. Denn wie gesagt, das ist mein Free-to-Play-Account. Da bin ich eigentlich jetzt gerade dabei, meinen Rudi zu leveln. Würde ich sagen, sweepen wir einfach mal alles durch. So, alles abholen, warte. Zuerst immer noch einmeißeln, ganz wichtig. So, den habe ich jetzt auf 75. Ja, welchen mache ich jetzt? Jetzt mache ich Rocken, ist ja egal. Die will ich ja sowieso alle eigentlich dann nachher maximal einmeißeln. Dauert zwar erstmal ein bisschen, aber naja. So, dann spenden wir hier noch mal ein bisschen Zeug. So, die Arena machen wir noch. Los, den kriegen wir. Moment mal, ich habe ein falsches Team, glaube ich, drin. Sonst habe ich eigentlich noch mein, hier, sag schnell, Kapitän noch mit drin. Der ist aber irgendwie nicht mit drin gewesen. So, so ist mein Team, genau. Verteidigungsteam. Gut, das wird er wahrscheinlich noch gespeichert haben von dem anderen. Obwohl, ich mache das mal lieber nochmal neu. So, Helden platzieren. Also ist da alles drin. Okay. Gut. Los geht's. Ich finde das so cool, ne? Zweimal dann einfach zuerst der Rudi und danach der Kapitän einfach nochmal mit drauf. Guck mal, die sind noch gar nicht am gegnerischen Schrein dran, ne? Oder an meinem Schrein. Aber irgendwie hat der viel bessere Helden. Naja, kann ich vergessen, der hat Evo-Helden. So, warte mal, eigentlich wollte ich ja hier nochmal ein bisschen was upgraden. Hier, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Dafür brauche ich Gold noch ein bisschen. Okay, das kann ich ja dann hier durchmachen. Ein bisschen raiden. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ach, ich gehe hier einfach rein, ist ja egal. Meine Helden sind sowieso OP, besonders mein Rock'n'Roll. Der macht einfach mal alles nieder. Guck mal, hier bräuchte man irgendwie jetzt eine Vorsprühfunktion. Go, go. Oh, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssen wir noch einmal, okay. Mal gucken, welchen Gegner kriegen wir dieses Mal? Eine ziemlich komische Basis, aber ja, ist ja eigentlich egal, sag ich mal so. Hauptsache, der hat viel. Money, money, money. Oh, der SK, der ist irgendwie. Der hat meinen Piraten einmal umgekloppt. So, kommt er nochmal wieder? Nee, ist schon einmal wieder gekommen. Gut. Ja. Na, übelst easy. Na gut, ich habe ja auch Zauber eingesetzt, dann ist natürlich klar, dass ich das easy schaffe. Genau, ich wollte doch hier sowieso noch dieses Totem. Das hatte ich letztens erst freigeschaltet. Kann ich ja hier nochmal einsetzen. Abschließen. Upgraden. Oh. Hä? Da braucht man plötzlich. Ach so. Okay. Welchen Helden kann ich denn da reinpacken? Tja. Ich würde sagen, einfach mal Aries, der Standardheld. So, noch mal ein bisschen weiter raiden. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Aufgaben zu erledigen hier. So, das sind auch immer noch schlechte Helden. Die kann ich auch einfach hier alle reinsetzen. Müssten die eigentlich easy schaffen.
Ja, der hat auch einen Wackenlow, aber der ist richtig schlecht bei dem. Also zumindest sein Level ist schlecht. Auf meinem Free-to-Play-Account, also auf diesem Account, habe ich irgendwie richtig Glück mit Steinhaut. Ich weiß auch nicht. Habe schon zwei Helden mit einem Steinhaut ausgestattet. Genau, einmal den hier, den Michael. Und dann noch den Wagno. Richtig komisch. Und auf meinem Hauptaccount, da habe ich einfach nochmal gar keinen gar keine Steinhaut drauf zu liegen. Holy shit. Da habe ich schon auf meine Rose Verbrennen raufgepackt, weil keine Steinhaut gekommen ist. Naja, aber Verbrennen ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt hoffe ich ja mal, dass ich ein gutes Talent bekomme. Ja, Verurteilung will ich eigentlich auf gar keinen Helden drauf haben. Eigentlich nur Machtpush. Ja, auch hier den. So, zweier schwerer Schlag. Machtpush. Aber immerhin habe ich die Gems bekommen. So, hier anfragen und abbrechen. Und das schaffe ich sowieso nicht, die sind Level 200. So, dann kann ich jetzt noch meine Mauer noch schnell upgraden. Und den Ragnarok. Und jetzt machen wir noch mal ein bisschen verschollenes Schlachtfeld. Oder verschollenes Reich ist es ja. Das ist ja kein verschollenes Schlachtfeld. So, habe ich da noch mein richtiges Team drin? Ja, habe ich, okay. Ab 150k macht er, bekommt man ja endlich die Devo-Helden. Das dauert zwar noch auf meinem Free-to-Play-Account noch ein bisschen, aber auf meinem Haupt-Account habe ich das ja endlich. Ja, das macht schon Spaß, sage ich mal so. Aber ist das jetzt, wirft Schaden zurück? Wirft Schaden zurück, oh nein. Ist einfach der dümmste Dämon, der kommen kann. War klar. Ich habe ja leider noch kein Streuungsteam. Okay, ja, den nehme ich glaube ich öfters. So, dann muss ich noch mal ein paar Kisten öffnen, weil die Schlüssel, die sammeln sich irgendwie so schnell an bei mir. Ich werde die gar nicht so schnell los. Auf meinem Hauptaccount habe ich immer so um die 800 zu liegen, weil ich die immer wieder verkaufe, denn sonst hätte ich schon längst immer ein Maximum. Das ist so nervig. Da möchte ich lieber irgendwelche Geschenke haben. Oder Runentaschen. Na, das haben wir auch geschafft. So, hier kommt noch ein Dämon, der reduziert Schaden. Dann nehme ich meinen zweiten Account natürlich, weil das ein gutes Team ist. Weil da nämlich eine Trixie drin ist und die macht er bekanntlich, die macht er den Buff weg sozusagen von dem Dämon. Hat man jetzt ganz kurz gesehen gehabt. Darum ist das immer ganz gut. So, wieder mal ein paar rote Edelsteine. So, ja, wir haben ja jetzt noch ein bisschen vor uns. So. Ja, Eros hat ausgelöst. Ende im Gelände. So, einen Druiden, den schaffe ich auch. Ja, ich schaffe hier alle Teams easy mit meinem Team, weil ja. Damals hatten wir noch Donnergott, Druide und sowas alles. Da ging das noch zur Sache, doch. Aber jetzt, ja, ist ja nicht mehr so wirklich schwer, alles das zu schaffen, ne? Weil, ja, das sind halt einfach OP-Helden, die ich hier habe, ne? Na gut, Eros gehört, ja. Naja, mit einem 5er Quicken ist das schon OP-Held für dich, aber sonst nicht. Aber trotzdem, Michael, Top-Held, wirklich, kann man überall einsetzen, also. Da brauche ich unbedingt noch eine 5er Steinhaut auf meinem Hauptaccount. Der hat da, glaube ich,
Hier dieses Talent, wenn er angegriffen wird, hat er so und so viel Prozent Koma zuzufügen. Dieses, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Auf jeden Fall 5 von 5 ist dieses Talent. Ja, bin ich überhaupt nicht mehr zufrieden. Zumindest sehe ich davon nicht viel, weil ja viele Helden jetzt auch schon immun gegen Koma sind auch. Ja, da macht Koma nicht mehr viel Sinn. Sowohl ich auch meinen Michael in der GK Dev noch mit drin habe. Da bringt dieses Talent dann auch nicht so wirklich viel. So, Eichen habe ich noch ganz viele. Das hier kann ich auch noch mal sweepen. Ja, im Moment mache ich meinen Rudi. Den hatte ich ja letztens erst bekommen gehabt. Ja, und der ist ja jetzt auch schon wieder Level 140 oder Level 147 in diesem Falle. Ja. Ja, Mesa 4 mache ich jetzt halt, ne, immer. Genau, weil ich ja jetzt endlich 30k Macht habe. Mit meinem schönen Free-to-Play-Account. Ja, ich arbeite jetzt eigentlich gerade bloß darauf hin, dass ich denn hier meine sechste Heldenbasis bauen kann. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Aber darum habe ich hier noch nicht die Heldenbasen zum Beispiel gelevelt oder die Türme, die habe ich auch noch überhaupt nicht gelevelt. Hier die Mana-Dinger, naja, gut, ein bisschen angefangen. Hier die Herrenlager muss ich auch noch komplett leveln. Was ich eigentlich nochmal gucken kann, ist hier. Ja, siehst du, wenn ich denn eine 5er Talentbox öffnen kann, dann kann ich da ja auch nochmal ein Video zu machen. Genau. Ja. Nee, sonst war es das jetzt erstmal. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.